Das Gesundheitszentrum Ostroh der Rehavita ist eröffnet. Für den neuen Standort wurden 4,2 Millionen Euro investiert. In dem viergeschossigen Neubau können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene therapiert werden. Es ist deutschlandweit eine der ersten Einrichtungen für ambulante Rehabilitationsmaßnahmen an Kindern und Jugendlichen. Ab 2020 sollen diese Maßnahmen dann möglich sein. Vor allem ADHS, Adipositas oder Übergewicht werden behandelt. Der Geschäftsführer Christian Seifert ist froh, dass alles fertig ist. Vor 2 bis 3 Jahren wäre so ein Vorhaben noch nicht realisierbar gewesen. Der Gesetzgeber hat 2016/17 überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, dass es Kinder- und Jugendreha ambulant gibt. Bisher gab es das nur stationär. Man will langfristig die heranwachsenden Jugendlichen oder auch Kinder so bewegungs- und ernährungs- und entspannungsmäßig konditionieren oder ertüchtigen, will ich jetzt mal sagen, dass sie auch in der Ausbildung und in den Beruf kommen. Und dafür ist gesorgt. In dem Gebäude sind Kinderarzt, Hebammen sowie Kinder- und Jugendpsychotherapiepraxen unter einem Dach. Unter anderem sind auf 4 Etagen ein Bewegungsbad, ein Sport- und Fitnessraum, Räume mit Kletter- und Funktionswänden und ein Entspannungsraum verteilt. Das Highlight ist die neue Küche. Hier soll es dann eine Kochschule geben. Die Küche bietet Platz für 18 Personen. Hier könnten zum Beispiel Kinder mit ihren Eltern gemeinsam therapiert werden. Für die Kinder ist der Ablauf ganz einfach. Es gibt eine einwöchige Intensivphase. Da beginnt es mit einer ärztlichen Aufnahme. Es werden Gespräche bei verschiedenen Therapeuten geführt. Mehrere Bewegungskurse und schulische Seminare stehen auf dem Plan. Und in der zweiten Phase planen wir mit 2 Altersgruppen grundsätzlich. Die eine Altersgruppe sind Kinder von 8 bis 12 Jahre, die kommen dann nachmittags im Bereich 14 bis 17 Uhr und die zweite Altersgruppe sind dann 13 bis 18 Jahre, die kommen 15 bis 18 Uhr dann zu uns und dann muss man sich dann vorstellen, in diesen 3 Stunden sind 2 bis 3 Therapieeinheiten. Einmal die Woche wird es wieder eine Kocheinheit geben, wo wir auch die Eltern mit einbeziehen wollen. Es wird aber auch Bewegungsangebote geben, es wird Gesprächskreise von Psychologen geben. 2-mal pro Woche in insgesamt 3 Monaten sollen die Erkrankten Unterstützung bekommen. Eltern können sich im Gesundheitszentrum Ostroh darüber informieren. Die Sprechzeiten sind Dienstag 10 bis 12 Uhr und Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Am 21. September gibt es auch einen Tag der offenen Tür. Der geht von 10 bis 14 Uhr.